bin der Dienststellenleiter des KK 21 hier in der Behörde Köln, zuständig für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt ursprünglich auf das Straftaten im Zusammenhang mit dem Nachtleben und auch Rocker. Wir haben seit Oktober 2016 Ermittlungen zunächst im verdeckten Bereich hier geführt, die uns dann heute Morgen zu der Festnahme von zwei Tatverdächtigen brachten, die nach einer erfolgreichen Sprengung in Düren eine Garage in Frechen aufsuchten, um dort das Fahrzeug zu deponieren, mit der vorher die Tat begangen worden ist. Und dort wurden die Täter auch festgenommen und momentan also in Haft werden vorgeführt und dem Haftrichter heute vorgeführt. Wir haben, wir hatten es im Vorgespräch schon mal berichtet, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen seit Anfang des Jahres eine stetige Zunahme von Geldautomaten-Sprengungen. Aktuell haben wir Stand heute insgesamt 132 Sprengungen zu verzeichnen. Letztes Jahr waren es noch 67. Insofern kann man ungefähr absehen, wie da auch der Druck auch in Richtung Öffentlichkeit oder Ausrichtung Öffentlichkeit auf die Polizei natürlich auch, auf die Ermittlungsbehörden eingegangen sind. Seit 2015 beschäftigt sich eine Gruppe im LKA, die EG HEAT, konkret auch mit diesem Thema Automatensprengungen. Und in enger Zusammenarbeit mit der EG HEAT, aber auch in enger Zusammenarbeit mit holländischen, niederländischen Behörden, ist es uns eben gelungen, eine Garage hier im Westen von Köln ausfindig zu machen, die dann eine ganze Zeit lang unter Observation zu nehmen und dann auch die Täter heute Morgen gegen 3 Uhr festnehmen zu können. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Niederländer marokkanischer Abstammung im Alter von 22 und 30 Jahre, die mit im Fahrzeug heute Morgen, nachdem sie zunächst in der Garage waren, danach einen Tatort offensichtlich aufgesucht haben, dann im Rahmen von 2-3 Minuten, im Höchstfall 4 Minuten, die Tat ablaufen ließen und dann mit einer größeren Geldsumme auch wieder den Tatort in Richtung Köln zu verlagern. Im Vergleich zu früher, wo wir es in der Regel nach 2015 noch mit Hochgeschwindigkeitsfluchtverhalten der Täter hatten, haben wir im Rahmen unserer Ermittlungen festgestellt, dass die Täter vermehrt Garagen im Köln-Bonner-Leverkusener Bereich anmieten, um dort bereits kurz nach der Tat wieder zu verschwinden, um dann am nächsten Tag oder in der Folgezeit ganz in Ruhe die Sicherung der Tat oder der Tatbeute klarzumachen. Wir haben es insgesamt, so auch die Erkenntnisse niederländischer Behörden, mit einer Gruppierung aus den Niederlanden in erster Linie zu tun, die locker zusammenarbeitend in der Größenordnung von 160 bis 200 Personen regelmäßig nach Westdeutschland einreist, um dann hier die Taten zu begehen. Wir haben ja heute Morgen nicht nur die Tat in Düren gehabt, wir haben auch eine Tat in Leverkusen gehabt, wir haben auch eine Tat in Düsseldorf gehabt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, dass diese Taten unmittelbarer Zusammenhang mit der Festnahme von unseren Tätern aus Düren stammen. Da werden wir mit dem Landeskriminalamt und mit unseren Ermittlern intensive Prüfungen vornehmen, wie weit da andere Gruppen aktiv sind bzw. eingebunden sind. Dürfen wir Fragen stellen? Ja, sicher. Zwei Personen haben Sie festgenommen. Sie sagen, die Gruppe ist groß. Wie geht es weiter? Wollen Sie an die auch ran? Ich nehme es an. Ja, wir haben intensive Zusammenarbeit mit den niederländischen Kollegen auch, die dazu auch notwendig sind, um diese Ermittlungserfolge auch umzusetzen. Dadurch, dass wir natürlich eine Tätergruppierung haben, die wechselweise aktiv sind, die sich von Anbeginn der Tat komplett vermummen mit sogenannten HEMA-Anzügen, das sind eine Billigmarke aus den Niederlanden, mit der einheitliche bekleidet wird, ist es natürlich sehr schwer für die ermittelnden Behörden festzustellen, um welche Tatverdächtigen es sich jetzt handelt, beziehungsweise wie sie konkret aussehen, dadurch, dass sie einheitlich gekleidet zum Tatort fahren und wieder zurückfahren. Sie haben es wahrscheinlich auf den einen oder anderen Videos schon gesehen, die auch im Internet kursieren. So muss man sich das in etwa dann vorstellen, weil es ist also sehr schwer, dann konkrete Taten auch einzelnen Personen nachzuweisen. Uns ist es gelungen, jetzt insgesamt momentan, zumindest Stand heute, insgesamt 5 Taten in der zurückliegenden Zeit dieser Tätergruppierung zuzuordnen, die wir heute Morgen festgenommen haben. Das sind im Einzelnen, kann ich Ihnen das nennen.
Das ist im Einzelnen ist das eine Tat vom 21. Oktober in Leverkusen. Dann haben wir eine Tat in Bonn gehabt in der Folgezeit. Zwei Versuche in Köln an der Sparda-Bank in der Innenstadtbereich und eben die Bank heute Morgen in Düren. Alles Sparda-Bank-Filialen. Können Sie was zu der Festnahme selbst sagen? Haben Sie sich gewehrt? Nein, die Festnahme war unspektakulär. Wir haben die Täter in der Garage festgenommen und es ist weder ein Kollegen verletzt worden. Wir haben keinerlei Bewaffnung bei den Tätern festgestellt. Sie waren bis auf die Tatmittel, die sie dabei hatten, das sind also Gasflaschen im Regelfall, die Sie ja hier auch sehen, oder Brecheisen, waren sie unbewaffnet. Der Name Audi-Bande schwebt ja so ein bisschen darüber, zumindest haben wir. Ist das jetzt so, oder ist das, war das jetzt eine Erfindung der Medien, die Audi-Bande? Nein, wir haben überwiegend natürlich Taten, die auch mit Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen gemacht werden. Das sind insbesondere natürlich Audi RS5, Audi A6 Fahrzeuge, die hochmotorisiert sind und dann natürlich auch im Fluchtverhalten ziemlich ausgepowert werden, sodass wir auch von unserer Seite her den Kollegen eigentlich immer gute Ratschläge geben, wie man in solchen Situationen dann auch mit so einem Fluchtverhalten rechnen muss. Denn wir wollen ja unsere eigenen Kollegen auch nicht gefährden bei Verfolgungsfahrten. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben zwei festgenommen, hat maximum 4 Minuten gedauert heute, das in Düren. Ja. Erscheint mir sehr schnell mit sehr wenig Leuten. Fehlen da nicht noch eventuell Leute? Also das, an der konkreten Tat beteiligt. An dieser konkreten Tat gehen wir davon aus, dass es zwei Personen sind. Beim Landgericht, glaube ich, in Bonn eine Tat angeklagt von einem Menschen, der auch übrigens in Leverkusen hier festgenommen worden ist. Wir prüfen da momentan die Zusammenhänge. Wir gehen davon aus, dass es sich da um ein und dieselbe Bande handelt. Der wesentliche Punkt, den wir in unseren Ermittlungen festgestellt haben, war eben diese Anmietung von Garagen im Nahbereich. Das sind aber auch Erkenntnisse, die bereits die Kollegen aus Bonn in ihren Ermittlungsverfahren festgestellt haben. Dadurch verringert sich natürlich die Fluchtzeit und die Anreise und die Abreise zu den Tatorten ganz extrem. Und wir haben festgestellt, dass da also die Tätergruppierung, die auch im Wechsel nach Tatbeteiligung offensichtlich aktiv ist, doch sehr variabel reagiert. Und wir möchten auf diese Art und Weise eigentlich auch nochmal hinweisen, wie wichtig es uns ist, Hinweise aus der Bevölkerung auch entgegenzunehmen, die verdächtige Person gerade im Nachtbereich. Wir haben Kernzeiten, wo die Täter agieren, zwischen 2 und 5 Uhr morgens, wo wenig Straßenverkehr ist, wo sie eben ihre Fahrzeuge komplett ausfahren können, in voller Geschwindigkeit, was sie auch tun. Wer verdächtige Erkenntnisse hat oder verdächtige Personen hat, sollte sich an die Polizei wenden, in Köln oder auch in Leverkusen, damit wir das zügig überprüfen können. Entsprechend dieser Geräte, die Sie dort sehen, entsprechende Schläuche verlegt werden. Es wird danach mit einem Elektrozünder, wird mit den Schläuchen Gas eingeführt bis zu einer bestimmten Größenordnung und dann wird mit einem Elektrozünder gezündet. Das ist der Unterschied zu den sogenannten Trittbrettfahrten oder Taten, die wir auch in Köln haben, wo wir dann sehr häufig sehr hohe Gebäudeschäden haben, wo wir Täter also auch identifizieren könnten, wenn wir sie hätten, die dann also nicht so firm sind und sich eben auch vertun mit dem Gas und dass dann eben auch entsprechend hohe Schäden eintreten. Unsere Tätergruppierung hat das ja recht professionell gemacht, sodass wir also eigentlich kaum Schäden hatten. Wiesdorf eine Sprengung gab, wo auch anschließend Feuer wohl offensichtlich entstanden ist. Also das hängt natürlich immer von der Situation selber ab, was da passiert ist. Es hat Fälle gegeben, in denen auch Gelder zerstört worden sind. Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie hatten die Täter im Visier und haben nur noch auf die Tat gewartet, ja, und haben dann zu festgestellt. Wir haben eine Garage lokalisieren können, wo sich die Täter aufhalten und haben auf sie dann nach Erfolg der Tat gewartet und den Zugriff bekommen. Ja, mein Name ist Jürgen Matthies, Polizeipräsident Köln. Herr Matthies, inwiefern sind Sie zufrieden mit diesem Ermittlungserfolg? Inwiefern kann man damit zufrieden sein? Also das ist ein ganz großer Erfolg hier und ich habe auch dem Kommissariatsleiter, dem Kommissionsleiter und den Mitarbeitern gratuliert zu einer so hervorragenden Arbeit, mit einem so großen Engagement, mit so viel langem Atem dran bleiben seit Oktober. Das ist einfach hervorragende kriminalistische Arbeit. Inwiefern ging das doch jetzt ganz schnell? Also für uns war das jetzt alles klar, von der Presse sehr überraschend. Für Sie, Sie haben gerade gesagt, Ermittlungen seit Oktober 2016. Wie stolz ist man da auf seine Männer, auf die Truppe?
Ja, ich bin wirklich außerordentlich stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor allen Dingen sind nicht nur Mitarbeiter der Kriminalpolizei, auch aus einer weiteren Direktion Mitarbeiter der Einsatztrupps, die sich aufteilen mussten, um Observationen dann auch sehr schnell und sofort durchführen zu können. Und es ist so, dass hier die Kolleginnen und Kollegen also wirklich hinterher waren. Sie wollten hier diese Straftatenserie eigentlich unterbrechen und dann auch Täter liefern. Dankeschön. Bitte. Können Sie vielleicht noch was zu der Festnahme heute sagen, wie die jetzt ablief? Die Festnahme, die ist eben nach einer Tatbegehung durchgeführt worden. Hier sind viele polizeitaktische Mittel eingesetzt worden, über die ich jetzt hier nicht weiter sprechen möchte. Wir werden sie auch weiterhin einsetzen. Sind denn heute auch in der Nacht Geldautomaten gesprengt worden, dass in dem Zuge die Personen festgenommen wurden? Ja, die Personen, die sind festgenommen worden nach der Sprengung eines Geldautomatens in Düren. Darüber hinaus hatten wir noch Geldautomatensprengungen in Leverkusen und auch in Düsseldorf, aber im Augenblick ergibt sich hier kein unmittelbarer Zusammenhang. Können Sie vielleicht noch was sagen, was wurden denn für Beweismittel sichergestellt? Ja, wir haben sowohl das eigentliche Diebesgut, Einbruchsgut, Geldkassetten, eine Vielzahl von Geldscheinen sichergestellt, darüber hinaus aber auch Tatwerkzeug von Gasflaschen über Hebelwerkzeug. Wir sind sehr gut dabei und haben auch zwei Fahrzeuge sichergestellt. Einmal ein eigentliches Tatwerkzeug, um zum Tatort hinzukommen und auch wegzukommen. Und ein Fahrzeug, das wahrscheinlich für die weitergehende Flucht bereitgestellt war.